Hallo zusammen, ich bin Maria Golkova, ich bin Schwimmerin und heute ich mache eine Workout mit euch zu Hause. Also wir brauchen nur eine alte Tüchli und Wasser zum Trinken. Und heute machen wir viele Sachen vom Stretching und für den Nacken, dann vom Sitzen, wir spüren hier und auch ein bisschen Core-Übungen und Mobilität-Übungen. Also, ich weiß, ihr seid jetzt auf dem Sofa. Ich bin auch auf meinem Sofa. So, anfangen wir von hier. Und die erste Übung von dem Warm-up machen wir ein bisschen Schulter-Warm-up und gehen wir mit dem Schulter nach vorne und dann nach hinten. Nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Und dann gehen wir direkt oben, unten, oben, unten, oben und unten. Und dann machen wir die Kreise vorwärts. Wir machen vier Kreise und dann gehen wir rückwärts. Also ich weiß, ihr habt viel Nackenschmerzen vielleicht vom Arbeiten und vom Sitzen. So machen wir jetzt ein bisschen Stretching, so mit diesem Schulter. Wir gehen nach unten, wie wir können, und mit dem Kopf, wir gehen hier und wir stretchen. So. Bis 5 Sekunden. Und dann genau gleich mit dem anderen Arm, wir gehen nach unten und dann mit dem Kopf stretchen. 4, 5 und fertig. Und jetzt bewegen wir ein bisschen in unserem Wohnzimmer. Wir brauchen nur eine Matte oder einen Teppich oder eine Tüchli, was haben wir zu Hause. Und dann, wir machen in dieser Position nur Schulter-Push-Ups. So, wir machen nur unten und oben mit dem Schulter. Rücken bleibt gerade und wir machen das. Für wen ist zu einfach, wir können auch das machen. Aber immer Rücken braucht gerade und Core bleibt stabil. Okay. Und dann die letzte Übung ist ein Element vom Pilates. Wir machen so ein Stretching und dann gehen wir direkt in die Cobra. Auch vom Yoga. Und dann zurück. Und dann. Das ist ein Stretching für die Core. Und wir müssen das alles spüren. Und nochmal. Und. Okay, jetzt wir sind bereit für unsere Workout-Start. Also, für diese Übung wir brauchen die alte Tüchli. Und erste Übung, es ist eine Choreo-Dancer. Und machen wir so, auf eine Bein, die zweite auf die alte Tüchli. Und dann gehen wir hier. Und dann die Bahn zurück. Mit dem Arm oben und zurück. Wie weit wir können gehen. Genau gleich mit dem anderen Bein. Aber jetzt ich erzähle, wann es ist zu einfach. Wir machen ohne Tüchli und die Bein bleibt oben. Jede Zeit. Und wir können auch wenig weit gehen oder mehr. Ihr entscheidet wie. Die zweite Übung machen wir ein bisschen Pilates-Element. Und wir gehen offen und dann zu mit dem Schulter. Offen und zu. Ich erzähle ein bisschen von dieser Seite. So. Offen.
Maar es ist zu einfach. Wir können mit den Beinen machen. Am Boden. Genau gleich. Und die dritte Übung wäre, weil wir sind nicht so weit vom Sofa gegangen. Wir liegen am Boden. Die Arme holen die Sofa. Und dann wir machen Beine 90 Grad. Und dann links und rechts. Probieren nur Core stabil sein und mit den Beinen links und rechts. Wenn es ist zu einfach, wir können Beine strecken und genau gleich. Opa, zu wenig Platz. Genau gleich. Ein bisschen schwierig auch für mich. Also, und jetzt machen wir 30 Sekunden Workout, 15 Pause und wir machen das zweimal. So, das wäre drei Übungen, zweimal wiederholen. Alle parat. Ich starte vielleicht erste Runde mit lichtem Niveau und dann wir gehen oben Niveau. Wir starten mit Dancer. Und nach 15 Sekunden wechseln wir die Beine. Okay, jetzt wir haben 15 Sekunden Pause. Wir gehen in Pilates Core Übung. Starten so und dann machen wir offen und so. Wir wechseln auch nach 15 Sekunden Arm. Und nächste. Linke Arm. Und nächste Übungen gehen wir zurück mit dem Sofa. Beine 90 Grad. Und machen wir links und rechts. Links, rechts. Jetzt gehen wir in die zweite Runde und starten wir nochmal mit dem Dancer, aber jetzt ich mache eine Niveau ein bisschen schwieriger. So, schauen wir, wie das geht. Das kann langsam sein. Ein bisschen Equilibrium holen und andere Bein. Atmen nicht vergessen. Okay, jetzt 15 Sekunden Pause und gehen wir noch in Pilates. Mit den Beinen, wenn es ist zu schwierig, immer mit dem Knie.
Und nochmal die letzte Übung mit dem Sofa. Wir können Beine ein bisschen verstrecken, können gar nichts verstrecken. Ich hoffe, ich hab Platz. Also ein bisschen verstecken und gehen wir links und rechts. Links und rechts. Immer atmen. Wir haben den ersten Teil gemacht. Wir haben noch zwei Teile von unserem Workout. Stay with me. Okay, machen wir jetzt Runde 2 für 3 Übungen. Die erste Übung ist so: Wir stehen auf beide Beine und dann gehen wir nach vorne mit dem Rücken. Rücken bleibt gerade und dann gehen wir auf die Spitze und, und zurück. Und nochmal und zurück und nochmal. Voilà, das geht so. Die zweite Übung. Also, es ist so ein bisschen auch parallel zu der Katze. Wir gehen von hier und unten etwas. Es ist wie, wir haben oben etwas, weil wir müssen unten. Dann ist es zu einfach, wir können auf den Füßen stehen und genau gleich. Voilà. Die nächste Übung bleiben wir in der Matte und ich sage, das ist eine Lateral Superman. Also hier, wir müssen zeigen, dass die Beine auf dem gleichen Niveau sind. Bauchnabel nach unten, nicht hier, nicht so. Also gerade und ein bisschen mehr nach unten. Arm bleibt so und dann in diese Position Superman, Superman, Superman. Das ist die einfachste Niveau. Wir bleiben hier auf der Matte. Die nächste Schwierigkeitsniveau wäre oben gehen und nochmal Superman. Und dann die nächste Schwierigkeitsniveau wäre auf den Füßen stehen. Ihr entscheidet, welches Niveau ihr wollt machen. Voilà. Und dann machen wir das auf den beiden Seiten. Also, let's go. Und erste Übung. Gehen wir auf die Spitze. Rücke gerade. Und starten wir. Und nochmal. Immer auf dem Rücken. Denken, dass es gerade ist. Probieren bleiben auf der Ebene. Nicht einfach auch für mich. Fünf Sekunden noch. Okay, jetzt Pause. Dann gehen wir in diese, ich will auch sagen, Katze, aber. Eins und los. Und alle stretchen am Ende. Unten und stretchen. Immer atmen, weil ich vergesse auch schnell, dass ich noch muss atmen. Zwei, letzte Mal und Pause. Und jetzt, wir gehen in Superman. Immer denken auf die Bauchnabel, so das geht nicht hier. Und Superman.
Sekunde. Und fertig. Und jetzt zweimal. Wiederholen wir die ganzen drei Übungen. 15 Sekunden Pause. Wir starten immer noch mit Vorwärtsgehen, mit gerader Rücken. Und los. Immer gut, wenn wir haben Equilibrium gefunden. Ein bisschen mehr Konzentration für diese Übungen brauchen wir. Okay, nächste Übungen. Nochmal die Katze. Ich probiere die schwierigste Version machen. Ich bin nicht sicher, aber ja. Und los. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. Und jetzt machen wir die Superman auf andere Seite. Nochmal. Und los. Bauchnabel immer nach vorne. Ein bisschen nach unten. Und finito. Trink nicht vergessen. So, die nächsten drei Übungen. Die erste Übung, wir machen eine Lateral Step. Gehen so. Und auf diese Bahn gehen oben. Und dann hier diese Bein oben. Immer, wir gehen oben auf die Bein, wer geht weit. Von wer ist schwierig, wir machen kleine. Und wer will schwieriger, große Step. Okay, die zweite Übung. Es ist Spider-Übung. Also, wir machen so, sitzen, Arme hinten und dann mit einem Arm so weit wie möglich und Körper drehen mit Direktion, wo Arm geht. Wenn es ist zu einfach, stehen wir Beine so und dann mit dem Arm gehen wir mit ganz Körper oben und hinten. Wir können ganz sitzen oder können wir gar nicht sitzen und bleiben so. Immer Körper drehen in die Richtung, wo die Arm geht. Okay, die dritte Übung. Es ist, wir sind in dieser Position, Beine ein bisschen so, Arm hier perpendikulär und wir sind nicht ganz auf die Seite, aber diese Seite vom Rücken ist nicht am Boden. Und dann von dieser Position, wir gehen oben. Wie weit wie möglich. Oben. So spüren wir das hier. Wenn es ist zu einfach, wir gehen zusammen mit den Beinen.
Okay. Wie vorher, wir machen erste Runde auf eine Seite und dann die zweite Runde auf andere Seite. Okay, so, let's go. So, starten wir mit der ersten Übung. Es ist Lateral Step. Und eins und los. Wir spüren hier Abduktoren. Immer atmen. Die Arme machen. Okay, wir gehen jetzt in die Spider-Übung. So, Arme nach hinten. Ihr entscheidet, welche Schwierigkeit. Und los. Immer Körper drehen in die Seite von den Armen. Und letzte Übung. Wie ein Buch, ein bisschen. Und ein bisschen auf der Seite. Nicht ganz. Und Pause und gehen wir direkt nochmal mit dem Lateral Step. So, starten wir. Vier, drei, eins und los. Kleiner Step machen, wenn es ist zu schwierig, zu weit, man spürt es zu viel. Nochmal Spider, Arm hinten, Beine parat oder sitzen und und jetzt machen wir Buch auf andere Seite. So, Arm parallel und wir sind auf der Seite und los. Wir sind fast zum Ende. Bleib mit mir, noch ein bisschen, noch einmal und fertig. Bravo! Ihr habt gut gemacht. Und jetzt gehen wir ein bisschen
Warm-down und Stretching machen, sehr wichtig. Machen wir Pektoral-Stretching. Wir suchen etwas, wo wir können Arm gut machen, 90 Grad. Und dann hier parallel. Und dann machen wir streng hier pushen. 3, 4, 5 und lassen. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss hier spüren. Und hier. Und dann lassen. Wir suchen etwas für die andere Arm. Also für rechte Arm. Ich habe hier genau gleich. 90 Grad. Und 1, 2, 3, 4, 5. Lassen. Und dann nochmal. 1, 2, 3, 4, 5 und lassen. Okay, die nächste ist dieses Stretching. So gehen wir in diese Position und starten wir mit linke Bein. So gehen wir mit dem Bein lateral hier, Bein gestreckt. Dann gehen wir unten, so mit dem Arm und dann Ellenbogen am Boden und dann kommen wir zurück. So, und das spüren wir ganz hier. Stretching. Immer bis 5 zählen. Und los. Andere Bein. Genau gleich. Am erst nur gestrecktbahn, dann unten, nochmal unten und dann zurückkommen. 3, 4, 5 und lassen. Nächste Übung ist Prinz Charmant. Gehen wir so hier mit dem Bein und wichtig ist die Hüfte vorwärts machen. So, wir spüren ganz hier Teil von dem Bein. 4, 5 und Beinwechsel. Nochmal vorwärts mit dem Hüfte hier und 3, 4. Und die letzte, ganz einfach, ich habe das immer gemacht. Und für die Beine. Und wir spüren das hier hinten. Ich zeige mit dem anderen Bein. Und hier hinten muss sein. Wir sind fertig. Danke vielmals und ich hoffe, dass ihr das gefallen und ich hoffe, ihr seid jetzt voll Workout und motiviert für die nächste Workout mit Sport at Home. Tschüss!